Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier im supersonnigen Münsterland. Ich wünsche euch erstmal frohe Ostern. Es ist Ostersonntag, strahlblauer Himmel und da muss ich natürlich an die frische Luft. Und ich habe mir für heute vorgenommen gehabt, hier eine kleine Gravel-Tour zu machen. Ich bin ja seit einigen Monaten jetzt auch mit meinem Gravel-Bike unterwegs, aber ich habe euch noch nie mitgenommen. Ich habe noch nie eine Tour verfilmt. Das will ich heute mal machen, heute mal ausprobieren. Geht das überhaupt vernünftig technisch? Wo lasse ich die Kamera unterwegs? Und würde ich mal sagen, gar nicht lange schnacken hier. Himmel ist, wie gesagt, super blau. Was will man mehr? Ne? Die Blumen fangen an zu blühen. Da vorne hier die Osterglocken, Narzissen, weiß ich, wie die Dinger heißen. Ich glaube, Narzissen, ne? Die gelben. Ich sammle mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Also, los geht's. Es gibt noch eine Premiere für mich jetzt hier heute, mit euch sozusagen. Und zwar die erste Tour, die ich auch verfilme mit meiner neuen Sonnenbrille. Ich habe mir jetzt so eine Radfahrsport-Sonnenbrille mit richtig geschliffenen Gläsern machen lassen, also für meine Sehstärke. Und es ist doch ein Vorteil, wenn es an Seiten ein bisschen zu ist. Gerade wenn man ein bisschen flotter fährt, hier sportlich mit dem Gravelbike, macht das schon Sinn. Und im Ernst jetzt, das sind so Gläser, die sich selber tönen. Und das macht schon was aus, ne? Wenn man durch dunklere Abschnitte fährt, Wald und sowas, dass es dann auch wieder hell wird. Und so also wie heute, wenn blauer Himmel ist, dass man da auch noch was sehen kann, dass man nicht nur geblendet ist. Und was ich heute halt ausprobieren möchte, die Aufnahmen während der Fahrt mit meinem neuen Pinlock-System hier. Und die Kamera magnetisch halt an dieser Halterung am Lenker befestigt ist. Und da schaue ich mal, wie sich das für mich bewährt und wie die Aufnahmen dann hier werden. Ja, aktuell wird die komplette Strecke hier zwischen Münster und Havixbeck komplett neu gemacht, der Radweg. Also so richtig schlecht war der nicht. Da bin ich schon deutlich schlechteres gefahren. Aber es ist natürlich toll. Das ist ja auch hier meine Strecke, die ich zur Arbeit pendle. Von daher, tippitopp, ich freue mich. So. Hier geht's weiter. Also bis jetzt ganz praktisch hier mit dem Pinlock-System, magnetisch Kamera eben an den Lenker dran machen, zack, wieder runter hier aufs Stativ, klappt bis jetzt ganz gut. Tippitoppi. Kilometer 10 jetzt hier. Herzlich willkommen, Münster, Ortsteil Häger. Ich könnte natürlich auch auf der Straße fahren bei dem Radweg hier. Sind die Autofahrer ja gewohnt. Und ich frage mich gerade auch, warum mache ich das eigentlich nicht?
bin wieder so gut erzogen, ne? Also liebe Grüße an meine liebe Mama ins Emsland. Ich halte mich an Verkehrsregeln. Und zack. Kilometer 16 und schon wieder Münster, diesmal Stadtteil Kinderhaus. Also im Norden von Münster bin ich hier unterwegs. Und ich hatte mir für diese erste Gravel-Tour, auf die ich euch jetzt hier mitnehme, auch eine Strecke geplant eigentlich. Hab dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich falsch rumgefahren bin. Also entgegen der geplanten Fahrtrichtung und dachte mir, ja komm, ist ja egal, auf dem Navi siehst du ja die dicke rosa Linie einfach hinterher. Die habe ich aber ziemlich schnell verloren. Und jetzt bin ich hier in Münster Kinderhaus. Auch in einer Gegend, wo ich noch nie war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich das gelohnt hat, mal hier einen Abstecher hinzumachen zwischen diese Beton-Hochhausschluchten hier. Aber okay, so sieht man mal was anderes. Ne? Kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Super. Ah, doch, jetzt hab ich's. Alles klar. Immer noch derselbe Stadtteil hier, Münster Kinderhaus, aber einmal abgebogen und schon wieder im Grün. Im Auto schon oft vorbeigefahren hier, aber mit dem Rad kommt man doch deutlich näher ran. Hier das Hotel Wilking Hegel. Moin. Das glaube ich sogar auch ein Schloss von der 100 Schlösserroute. Ja, ganz nett. Da muss ich mal gucken, wenn man selten hier unterwegs ist. Wo muss ich denn lang? Und schon die Abfahrt verpasst. So, ich schneide das mal jetzt ganz bewusst nicht, dass ihr mal sehen könnt, wie schnell das geht, hier das Ganze wieder abzumachen. Stativ kommt hier rein. Kamera drauf. Hier geht's lang. Ja, da steht es auch noch mal, Schloss Wilking Hegel. Da freut man sich gerade hier, fast schon idyllisch, so ein schöner Radweg. Lass das Thema schon wieder zu Ende. Thank you.
So, liebe Leute, und hier wartet jetzt die höchste Steigung für mich, auf dieser kleinen Runde, die Autobahnbrücke über die A1. Hier geht es richtig hoch. Schon 1% Steigung. Zwei Prozent, 3%. Wo wird das noch hinführen? 4%. 5. Ich gebe alles. Erster Gang. 6%. Huiuiui. 8%. Geschafft. 9%. Aber direkt die Belohnung hier. Tippitoppi Abfahrt. Ein bisschen Sightseeing hier heute. Hier rechts das Rüschhaus. Es ist immer besonders spannend, hier durch so Waldabschnitte zu fahren, wenn der Boden feucht und rutschig ist und wenn man auf dem Fahrrad angeklickt ist. Da mache ich den einen Fuß schon mal lieber raus aus dem Klick, weil die halbe Sekunde zum Fuß aufsetzen, die fehlt mir dann und dann liege ich. Ich glaube, eine halbe Sekunde dauert es bei mir bestimmt, bis ich die Entscheidung getroffen habe, den Fuß aus der Pedale zu nehmen. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs auf dem, ich glaube, der heißt literarische Erlebnispfad. Gehört jetzt zum Burg Hülshoff. Und wir denken an die große deutsche Dichterin Annette von Droste zu Hülshoff. Die von dem 5-Mark-Schein, Entschuldigung. Und die Gelegenheit, sich hier hinzusetzen, das nutze ich mal eben aus. Und ich stelle euch mal mein Gravelbike ein bisschen genauer vor. Ja, ich bin hier heute also unterwegs mit meinem GT Great Carbon, Modelljahr 2021. Das ist mir vor anderthalb Jahren sozusagen vor die Füße gefallen. Ich wollte zu dem Zeitpunkt gar kein Gravelbike kaufen. Das war halt genau die Zeit, wo ich eigentlich verletzt war. Ich hatte mir die Spaltachse in den Fuß geschlagen. Ich konnte ja nicht mal richtig laufen. Und mein lieber Nachbar, der Thomas, der baut GT-Räder auf. Das ist eine amerikanische Fahrradmarke. Und wir hatten da auch schon Mountainbike für unser Ina gekauft beim Thomas. Der fährt die immer eine Zeit lang, also das ist kein Händler jetzt, nur, ist dann schnell wieder dabei, sich für was Neues zu begeistern und verkauft dann die Räder. So viel Platz hat er auch nicht. Und ja, das hat mir halt von vornherein gefallen. Ist ein Voll-Carbon-Rahmen, ist heutzutage ja auch nicht mehr das Problem mit der Werkstoffherstellung. Die sind ja auch stabiler, als sie wenn da vor 10 Jahren waren, wo man da nicht scharf hingucken mochte und dachte schon, der Carbon-Rahmen ist kaputt. Sonst halt normales Gravelbike, öl-hydraulische Scheibenbremsen. Ich hole mal ein bisschen näher ran hier. Könnt ihr gucken. So, hier öl-hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. Hat eine Shimano 105er Schaltung. 2x11 Gänge, also hinten 11 Ritzel, vorne 2, dass ich auch schön einfach die Berge hochkomme. Ist ja auch Standard für Gravelbikes heutzutage. Die meisten haben ja eine
Shimano GRX Schaltung heutzutage drauf. Das ist eher eine, aus dem Rennradbereich, die 105er Schaltung, da bin ich aber gut mit zufrieden. Und sonst eigentlich nichts Besonderes. Die Reifen habe ich mittlerweile neu gemacht. Das sind die Pathfinder Pro von Specialized. Zeige ich noch mal eben. Was die Besonderes haben, dass die halt ja einmal schön breit sind, dass man Grip hat, so wie gerade auch im Wald. Mit dem Rennrad, die sind ja deutlich schmaler. Das sind die 38 mm Reifen. Und in der Mitte haben die halt diese glatte Lauffläche. Wenn man auf der Straße fährt, dass man dann weniger Rollwiderstand hat. Ne? Und die laufen auch ganz gut. Ich hatte vorher richtige reine Gravel-Reifen drauf. Und ich bilde mir ein, wahrscheinlich auch, weil die teuer waren, dass es mit den Reifen besser läuft. Was habe ich noch? Ich habe mir hier eine Seiltasche dran gemacht, eine sogenannte Arschrakete, relativ kostengünstige von Topic, hat aber auch 65 Euro gekostet, aber bis zu 10 Liter Volumen. Da kannst du einiges mitnehmen, so wie jetzt zum Beispiel die Brille ist da drin oder die Akkus für die GoPro und so weiter. Trinkflaschenhalter, klar, Standard. Vorne die kleine Tasche habe ich mir dran gemacht, für mich jetzt, dass ich das Stativ unterbringen kann. Sonst habe ich da auch mein Handy drin, ein bisschen Kleingeld, wo man Eis essen kann unterwegs. Und was ich noch gemacht habe, was mir ganz wichtig ist, hier am Lenker, ich habe hier einen Spiegel montiert. Das war nur ganz einfach und aus Kunststoff. Ich wollte extra kein Metall haben, falls ich mal hinfalle, dass das möglichst abbricht und dann wirklich weg ist und nicht irgendwelche Metallkanten rauschen, an denen man sich noch verletzen kann. Das ist auch mal so eine Sache. Und das ist schon eine feine Sache, ne? Dass man nicht mal den Kopf nach hinten drehen muss, wie dicht ein Auto hinter einem ist, wenn man was hört, ob da jemand hinter einem ist. Da bin ich schon echt gut mit zufrieden. Ja, und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, dass ich jetzt auch mit dem Gravelbike unterwegs bin. Ich werde natürlich auch noch weiter E-Bike-Touren machen. Ne? Gerade die nächste mehrtägige Tour ist garantiert mit dem E-Bike. Wir sind ja unterwegs in 4 Wochen sind wir im Allgäu zu unserer zweiten Community-Tour. Ein richtiges Wochenende, was wir zusammen unterwegs sind. Und ich muss aus dem Allgäu ja irgendwie wieder nach Hause kommen. Ne? Und das mache ich nicht mit dem Gravelbike. Der Nachteil von diesem hier ist nämlich, ich habe keine Befestigungspunkte. Ich kann hier keine Taschen montieren. Ne? Ich kann mir jetzt ja ins Carbon hier keine Nieten reinmachen, wo man irgendwas anschrauben kann. Im Alurahmen wäre das nicht so das Problem. Da könnte man das nachträglich machen. Aber hier ist das schon ein Problem. Beziehungsweise dafür ist es einfach nicht gedacht. Ne? Ich habe es auch nicht vor, irgendwie mehrtägige Reisen damit zu machen. Ist ja gerade so ein Hype, so ein bisschen auch, dass auch mehrere aus dem E-Bike-Bereich kommt. YouTuber auch jetzt mit dem Gravelbike unterwegs sind, auch da Reisen mitmachen. Habe ich erstmal nicht vor. Ne? Kann ja sein. In Zukunft, ne? Ich habe ja auch gemerkt, mit zunehmendem Alter, man wird ja doch immer irgendwie experimentierfreudiger. So, jetzt setzen wir ein bisschen in die Sonne und dann geht es gleich weiter. Zum Fahren setze ich dann doch lieber die Sonnenbrille auf. Und da bin ich auch echt gut mit zufrieden. Das kann ich also nur jedem empfehlen, der viel Fahrrad fährt. Diese selbsttönenden Gläser, das ist schon eine feine Sache. So, mein Fahrradnavi hier gibt mir an, dass hier rechts auch ein Weg weitergeht. Das sieht erstmal gar nicht so aus auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten. Vielleicht aber auch erst auf den dritten. Und die Kamera hier geht schon Richtung Himmel. Jetzt fahren. Das Film, wo ich fahre hier. Und hierfür kann ich jetzt nicht mal Komoot die Schuld geben, weil ich habe mal meinen mit Komoot geplanten Track schon längst verlassen. Bei Kilometer 2 oder so.
Reifen, die ich habe, die sind im Gürtelbereich übrigens der Testsieger, auch in Pannensicherheit. Es geht mir gerade so ein bisschen Vertrauen hier bei dem Untergrund. Ach ja. Weil es ist doch so ein paar Meter Matschweg und die Reifen sind auch dementsprechend aus. Das ist auch der Vorteil jetzt hier halt von so einer Satteltasche, dass halt nicht nur ein bisschen Gepäck da untergebracht werden kann, sondern dass meine Klamotten auch ein bisschen sauber bleiben. Weil der Dreck dann nicht gegen mich fliegt, sondern gegen die Satteltasche. Aber ich glaube, so ein Weg kommt jetzt nicht nochmal. Ein bisschen sollte ich mich hier auskennen. Aber die Reifen haben das gemacht, was sie sollen. Sie haben mich sicher da durchgebracht. Ups, wo filmst du denn? Da geht's lang. Also so fest kann man die Schraube dann gar nicht ziehen. Na gut, besser, wenn die Kamera wegdreht, als wenn sie abbricht. Das hatte ich ja mit ein paar Experimenten vor einigen Jahren ja auch schon, ne? Aber auch hier wieder fast neuer Radweg. Da ist echt viel passiert in den letzten Jahren hier. Mittlerweile Kilometer 34. Und ich bin gleich schon wieder zu Hause. Dieser Untergrund jetzt hier ist ja klassisch der, wo es sinnvoll ist, beide Hände am Lenker zu haben. Und diese Magnethalterung, die hält auch, also Magnet hält tippitoppi, ist auch eine mechanische Verriegelung drin. Also so von selber runterfahren kann das sowieso nicht. Man muss da schon einmal so ein bisschen dran drücken. Aber ich habe festgestellt, die Kamera verstellt sich auch ganz gerne. Obwohl, das hält sie gerade. Ja, das waren jetzt knapp 37 Kilometer mit kaum nennenswerten 100 Höhenmetern. Aber ohne Motor merkt man die natürlich schon. Natürlich nicht, ne? So ein bisschen Rücken rauf und runter auf so eine Strecke. Da merkt man das auch nicht. Und mir macht es eine Menge Spaß, jedenfalls mit dem Gravelbike unterwegs zu sein. Auch mit der Kamera, der erste Test heute. Bin ja mal gespannt, wie die Aufnahmen da sind. Ich hatte mir das auch ein bisschen schwieriger vorgestellt. Am Anfang vom Video habe ich noch ein bisschen mehr auch rumgefummelt. Öfter mal die Kamera umgesetzt. Das habe ich jetzt zum Schluss nicht gemacht. Habt ihr bestimmt gemerkt, die meisten Aufnahmen dann praktisch vom Lenker runter gefilmt. Ich schaue mal, wie das nachher wirkt, wie mir das gefällt. Ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen und da bin ich natürlich sehr interessiert, wie es euch gefällt. Also nicht mit Kritik sparen, gerne natürlich positive Kritik,
Aber wenn es da was zu meckern gibt, ne, also ruhig darauf hinweisen, bin ich auch immer dankbar für. Ja, und mir bleibt es dann nur noch, euch einen schönen, erholsamen Rest Ostersonntag zu wünschen. Wenn das Video rauskommt, ist der Ostersonntag wahrscheinlich auch schon gleich zu Ende. Dann noch einen schönen Ostermontagmorgen. Alles Gute wünsche ich euch. Bleibt gesund und dann bis demnächst. Nächstes Mal gibt es wieder eine E-Bike-Tour. Bis dann, euer Swobo. Ciao.